Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario-Video. Und zwar heute haben wir wieder drei vergessene Charaktere aus dem Mario-Universum, beziehungsweise Charaktere, die du wahrscheinlich nicht kennst. Und falls du mindestens einen Charakter nicht kennst, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben drückst. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe den Tedesh dabei, der auch einen Charakter einspricht. Deswegen guck bei ihm vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Video. Viel Spaß! Mario Golf 64, was im Juni 1999 für die Nintendo 64 erschienen ist, war erstmal ziemlich cool, weil es wieder ein Golfspiel war mit 3D-Polygonen. Und natürlich mit den bekannten Mario-Charakteren. Also ein besseres Golfspiel kann man sich theoretisch ja nicht vorstellen. Und ein kleiner Fun-Fact, Leute. Mario Golf 64 ist eines der wenigen oder beziehungsweise mit Mario 64 DS das einzige Nintendo Mario-Spiel, wo man Mario erstmal freischalten muss. Ja, Mario Golf 64, man musste dort Mario erstmal durch eine schwere Challenge, musste man Mario freischalten, Leute. Ein Mario-Spiel, wo man Mario am Anfang gar nicht spielen kann. Und auf jeden Fall waren in dem Spiel noch ganz viele andere Charaktere, auch aus dem Mario-Universum, die wir aber nicht kennen, beziehungsweise die keiner von uns richtig kennt, und zwar Charaktere, die den Namen Plum, Sonny, Harry, Maple, Charlie, Cherry, Azalea, Kid oder Joe tragen. Was sind das für komische Leute? Das alles sind Charaktere, die nur in Mario Golf 64 auftreten, aber dann nie wieder irgendwie benutzt wurden in anderen Sportspielen. Hätte man ja theoretisch machen können, um das Character-Roster ein bisschen zu erweitern von den Mario-Sportspielen. Einfach diese Charaktere immer wieder nehmen, aber nein, diese Charaktere wurden einfach in den Müll geschmissen. Irgendwelche random Menschen in der Mario-Welt neben Mario und Peach und Luigi und den anderen. Ist ziemlich komisch anzusehen, aber auf jeden Fall Charaktere, die alle in Vergessenheit geraten sind. Und der nächste vergessene Mario-Charakter, den wir für euch hätten, wäre der König von Subcon. Und ich glaube wohl kaum, dass irgendeiner von euch ihn kennen wird, denn dieser Charakter ist ein wahres Relikt. Doch wer ist eigentlich König Subcon und wo taucht er überhaupt auf? Subcon ist, wie manche vielleicht von euch wissen, die Traumwelt aus Super Mario Bros. 2. Doch in Super Mario Bros. 2 tauchte dieser Charakter nie auf. Das hat auch einen besonderen Grund, denn König Subcon tauchte nämlich nur im Sequel zu Super Mario Bros. Auf, das BS Super Mario USA hieß und was wiederum nur auf dem Satellaview erschienen ist. Der König von Subcon hat auch einen anderen Namen, und zwar wäre das Osama, was auf Japanisch auch König bedeutet. Und obwohl er eigentlich als König dieses Traumlandes eine relativ wichtige Rolle spielen sollte, hat er wirklich nur zwei kleine Auftritte im ganzen Spiel. Da hätten wir einmal das Feature, was neu in das Spiel implementiert wurde, denn dort sind erstmals Charaktere zufällig im Spiel erschienen und dann konnte man oben rechts ein Sprite von ihnen sehen, wie zum Beispiel Birdo oder Peach, und dann würden diese Charaktere irgendeinen Effekt auf deine Umwelt ausüben. Wenn der König von Subcon kam, gab es die Möglichkeit, dass er drei Effekte auslöst. Entweder er verursachte eine Schockwelle, gibt dem Spieler Unverwundbarkeit, er besiegt alle Gegner, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, oder er gibt dem Spieler Bomben. Und seinen letzten Auftritt hat er eben, wenn man das Spiel durchgespielt hat, denn dann taucht er nur im Endscreen auf. Also ein kleines Bild, was man freischaltet, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und diesen Charakter überhaupt ausfindig zu machen, ist schon ein Wunder, denn das Spiel an sich ist schon kaum zum Laufen zu bringen, wenn man es zum Beispiel versucht, hier auf dem PC zu emulieren. Und auf den Wiki-Seiten, wo es so viele Infos gibt zu allen möglichen Charakteren im Mario-Universum, findet man fast kaum etwas von ihm. Was ihm wahrhaftig einfach zu einem vergessenen Mario-Charakter macht. Ja, Leute, Mario Tennis 64 war die Geburt von Waluigi. Und zwar wurde dieses Spiel auch, wie viele andere Sportspiele, unter anderem auch Mario Golf 64 von vorhin, von Camelot produziert. Eine Firma, die für Nintendo Sportspiele produziert hat. Und die haben wiederum im Jahre 2000 Mario Tennis 64 rausgebracht. Und dort gab es auch wiederum andere echte Menschen, die heute keiner mehr kennt im Mario-Universum. In diesem Spiel haben sie halt auch Waluigi einfach eingeführt. Den hat Nintendo wiederum abgesegnet und jetzt auch zum festen Character-Roster bei den meisten Nintendo-Spielen mit implementiert. Aber diese komische Menschen wie Clay oder Ace oder wieder Harry, Leute. Es gibt wieder einen Harry, den es auch bei Mario Golf 64 gab, der aber komplett anders hier aussieht und es ist nicht derselbe oder er hat sich einfach extrem verändert. Ist ziemlich komisch. Heutzutage bei den meisten Sportspielen von Mario haben wir dafür dann 100.000 Versionen eines Charakters, zum Beispiel Gold, Metal oder Baby-Versionen von vielen Charakteren, um halt das Roster ein bisschen zu füllen. Ich weiß nicht, ob ich das gleich besser finde. Ich finde es auch cool, wenn so viele neue Charaktere einfach reingeworfen werden. Manchmal finde ich das cool und hätte man diese Charaktere von damals einfach öfter wiedergebracht in den Sportspielen, dann hätten sie sich bestimmt bewiesen. So, liebe Leute, solltet ihr einen Charakter nicht kennen, mindestens einen Charakter, und Leute, der König war auch echt wirklich unbekannt, den konnte man gar nicht kennen, ich kannte den vor der Videorecherche auch nicht, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, dann sehe ich auch vor allen Dingen, dass ihr Bock auf so ein Format habt, weil es gibt noch sehr, sehr, sehr viele unbekannte Charaktere, beziehungsweise auch Charaktere, die man vielleicht kennt, aber die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, dann gebt mal einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.